Und wir lesen in den Zeitungen häufig die schwarzen Schafe, wo jemand dann halt auf Kosten der Universität irre Gewinne eingefahren hat als Professor. Das ist dann wieder die Geschichte für die Zeitung. Aber die sozusagen die positive Industrieforschung, die lesen wir ja eigentlich nie. Erstmal müsste man sich da natürlich genau darüber unterhalten, was ist wirklich Wissenschaft? Wenn wir Wissenschaft so definieren, dass Wissenschaft ein Erkenntnisgewinn für das jeweilige Gebiet sein soll, dann sollte es zunächst mal völlig egal sein, wer der Geldgeber ist, wenn er auch an dem Erkenntnisgewinn interessiert ist. Häufig haben sie es in der Wirtschaft aber so, dass die Wirtschaft ein ganz konkretes Problem für sie gelöst haben will. Das würde ich nicht als Wissenschaft bezeichnen, sondern als Auftragsforschung. Und es ist auch klar geregelt, was Auftragsforschung ist. Da machen sie nämlich einen Vertrag. Da machen sie einen Kooperationsvertrag. Und natürlich hat ein Unternehmen dann ein Interesse daran, dass diese Auftragsforschung auch gar nicht publik wird. Weil die haben ja Wettbewerber, ja, die sagen würden, boah, die forschen an dem, super, die Ergebnisse hole ich mir mal kostenlos ab und wir forschen daran auch. Oder ja, also da stehen sie ja in einem Wettbewerb um Marktanteile. Also es ist völlig natürlich, dass bei solcher Auftragsforschung man das nicht veröffentlichen will. Und die Diskussion, die hier gerade in NRW läuft, ist ja absurd, was die Landesregierung sich da mal wieder überlegt hat. Also muss ich sagen, also eieiei. Ja. Deswegen ist das natürlich, aber das ist Auftragsforschung, das ist eine ganz andere Geschichte als Wissenschaft, als wirklich Erkenntnisgewinn. Wenn dann ein Unternehmen wirklich Erkenntnisgewinn finanziert, dann würde das Unternehmen auch sagen, ja gut, dann wird das natürlich veröffentlicht. Ist doch klar, habe ich ja ein Renommee sogar davon. Das machen in Deutschland aber die wenigsten. Das ist in den USA ein bisschen anders. Da zahlen Unternehmen auch tatsächlich für Erkenntnisgewinn. Also von daher muss man sagen, man muss Erkenntnisgewinn von Auftragsforschung, glaube ich, ganz deutlich trennen. Und wie viel kann sich davon eigentlich eine Universität leisten? Naja, Auftragsforschung ist halt so eine Sache. Ehrlich gesagt, Auftragsforschung kann sich eine Universität fast gar nicht leisten. Also wenn es wirklich gemacht wird, wenn es fair gemacht wird, das heißt, die Universität bekommt wirklich das Geld und arbeitet den Auftrag ab. Und beide Seiten können davon in irgendeiner Form profitieren. Die Universität kann jemanden beschäftigen, das Unternehmen kriegt danach die Resultate. Dann ist es vielleicht in Ordnung. Wenn aber der Auftrag so an die Universität vergeben wird, dass die Universität ihre gesamten Ressourcen, die zum Beispiel in einem Lehrstuhl vorhanden sind, für diesen Auftrag einsetzt und dann gleichzeitig sozusagen ihre, in Anführungszeichen, Pflicht verletzt, nämlich Lehre zu halten und Erkenntnisgewinn, nämlich Wissenschaft zu machen, dann wird es natürlich problematisch. Und das können sie häufig gar nicht trennen. Ich meine, es gibt an manchen Universitäten Lehrstühle, die sind kleine mittelständische Unternehmen, aber eben die kommen eigentlich ihrem Auftrag, Wissenschaft, Erkenntnisgewinn zu produzieren, nicht mehr nach. Das ist eine hochproblematische Sache. Das ist auch in jedem Einzelfall schwierig. Dafür gibt es aber an unserer Universität eine Prozedur. Also es gibt Verträge, die Verträge werden auch geprüft. Und in der Regel, wenn hier keine Ressourcen sozusagen falsch deklariert werden, dann wird das gemacht. Ansonsten wird es nicht gemacht. Insofern haben wir hier ziemlich harte Regeln, was das angeht. Und wir haben ganz viele Kooperationen mit der Wirtschaft trotzdem. Also muss man sagen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Man muss aber sagen, für diese Art von Wissenschaft ist eigentlich die Fraunhofer-Gesellschaft zuständig. Das muss man auch ganz hart sagen. Die Universitäten müssen aufpassen, dass ihr Profil nicht verwässert wird, weil diese Art von Auftragsforschung ist eigentlich das ureigene Gebiet der Fraunhofer-Gesellschaft. Was natürlich noch problematischer ist, es gab ja auch das, was durch die Medien geisterte, ja, das amerikanische Verteidigungsministerium hat hier Forschungsaufträge in Antrag gegeben. Welch Riesenskandal. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich meine, auch die deutsche Bundeswehr, ich meine, wir leben ja in einem Rechtsstaat, in dem das doch eindeutige Organe sind, die wirklich legal sind. Ja? Also das heißt, der reine Geldgeber, amerikanisches Verteidigungsministerium und Bundeswehr, ist doch zunächst mal ein genauso öffentlicher Geldgeber wie jeder andere auch. Die Frage ist jetzt inhaltlich, was gemacht wird. Das muss man sagen. Also das ist eine Sache. Aber die Bundeswehr ist in unserer Verfassung verankert. Und die amerikanische Armee in der amerikanischen Verfassung. Das ist ein NATO-Partner. Ich sehe jetzt erst zunächst mal gar nicht, was daran anstößig sein kann, aus rein rechtlicher und verfassungsrechtlicher Sicht. Schwierig wird es dann wieder, wenn wir in das Gebiet der Auftragsforschung kommen. Angenommen, ein Unternehmen aus dem reinen Bereich der Rüstungsforschung will hier Aufträge vergeben.
Das ist schwierig. Ja, wir haben hier so eine Jobbörse, die Conactiva. Da wollte sich mal ein Unternehmen präsentieren, was ausschließlich Landminen produziert. Ausschließlich. Das haben wir nicht gestattet. Weil, also die Landmine, da hat der Spaß dann wirklich auf. Also da fanden sie auch keinen, der gesagt hat, boah, die sollen sich hier präsentieren. Ja, zwar ist die Landmine zu produzieren nicht verboten, aber da haben alle gesagt, also das machen wir bitte nicht. Ja, bei vielen anderen Sachen ist es halt so, da können Sie auf der einen Seite natürlich an etwas militärischen Forschung forschen, aber das ist auf der anderen Seite auch gleichzeitig was Positives. Ja, also Drohnen sind auf der einen Seite etwas Negatives, aber auf der anderen Seite überlegt man sich ja ganz viele positive Anwendungen für Drohnen. Also insofern, bei den anderen Sachen ist es meistens gar nicht zu erkennen, wozu das dient. Aber wenn etwas natürlich direkt zur Vernichtung von Menschen eingesetzt wird, dann wird das natürlich wahrscheinlich an keiner Universität dieser Republik beforscht werden. Aber von solchen Aufträgen weiß ich gar nicht. Ich kann mir nicht erklären, dass die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft so problematisch gesehen wird. Ich glaube, das ist auch nur wieder in Deutschland so. Es gibt kein anderes Land, bei dem das so ist. Zumal die Leute, die das kritisieren, ja sehr gerne die Produkte konsumieren, die die Wirtschaft zur Verfügung stellt und darauf eine Verbesserung derselben wartet. Wenn ich aber eine Verbesserung zum Beispiel der Leistungsfähigkeit unserer Handys haben möchte, dann geht das nur über Forschung und zwar auch über angewandte Forschung, also über Forschung, über Auftragsforschung, die direkt ein Produkt verbessert. Von daher ist das, wenn das ein fairer Vertrag zwischen Uni und entsprechendem Unternehmen ist, ist das völlig in Ordnung und auch völlig zu akzeptieren. Und nicht nur zu akzeptieren, sondern sogar zu wollen. Man muss auch sagen, ich meine, wo landen denn eigentlich unsere Absolventen? Die Universitäten produzieren ja nicht ihre Absolventen, um ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs zu produzieren. Das sind ja die wenigsten. Unsere Absolventen werden zu 95% oder 98% in die Wirtschaft entlassen und sorgen dann aufgrund ihrer Qualifikation dafür, dass sie in letzter Konsequenz sogar mehr Wert schöpfen, als sie hier an der Universität gekostet haben. Es gibt eine Studie, dass allein die TU Dortmund, wenn sie die gesamte Wertschöpfung pro Jahr zusammenzählen, kommen sie auf ungefähr 2 Milliarden Euro. Wenn Sie das ins Verhältnis zu dem Budget der Uni setzen, ist das ein Faktor 10 Gewinn. So muss es ja auch sein, sonst würde man Universitäten ja gar nicht haben. Und das kommt natürlich dadurch zustande, dass dann die Erkenntnisse von der Wirtschaft umgesetzt werden. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir also nur für uns forschen würden, das wäre ja der totale Wahnsinn. Man muss aber eins auch sagen, natürlich wird das von der anderen Seite von der Wirtschaft auch gerne überzogen. Also es wird auch gerne, werden die Universitäten sozusagen gesagt, oh, ihr habt ja super Infrastruktur, hier kriegen wir alles zum Schnäppchenpreis. Also das heißt, das dürfen die Universitäten auch nicht tun. Sie dürfen ihr Know-how, was sie haben, ihre Kenntnisse, die sie haben, ihre hervorragenden Leute, die sie haben, auch nicht für jeden Euro verpfänden. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, kann ich Ihnen sagen, an verschiedensten Stellen in der Universität. Und das kommt halt gerne mal vor, dass sozusagen Gewinne privatisiert werden und Verluste sozialisiert werden. Das gibt es an Universitäten auch. Und ich glaube, davor haben viele Leute Angst, dass das passiert. Wenn man den Leuten aber hier besser erklären würde, was wirklich passiert, was wirklich mit dem Projekt später mal passiert, also während des Projektes darf man das ja nicht, wegen der üblichen Geheimhaltungsverträge, die, wie ich ja vorhin schon sagte, auch völlig in Ordnung sind. Ja. Wenn man das aber besser erklären würde, wie da die Zusammenhänge sind, ich glaube, da würde man viel Zurückhaltung abbauen, die es da in der Bevölkerung gibt. Viele Leute wissen halt gar nicht genau, was da passiert. Da ist immer das Unternehmen und die wollen ja nur alle aussaugen und die wollen ja nur Gewinn machen und dann schmeißen sie auch alle ihre Leute raus. So ist es in Wirklichkeit gar nicht. Auf der Seite des Unternehmens befinden sich in der Regel auch honorige Forscher, die ein Interesse daran haben, ein Problem gelöst zu bekommen. Die treffen in der Regel auf honorige Wissenschaftler und die machen dann gemeinsam ein Projekt, welches dann in der Regel auch zu was führt.